Hi, ich bin Amelie und ich bin 17 Jahre alt und ich mache mit der Organisation Kulturwerke Deutschland mein Auslandsjahr gerade in Kanada auf Vancouver Island. In diesem Video zeige ich euch meine Morgenroutine während eines Schultages. Viel Spaß dabei! Ich habe mir noch einen Tee gemacht zum Frühstück und jetzt bereite ich mein Lunch vor. Da mache ich mir meistens einfach mal Obst oder Gemüse und da wir heute in Culinary Arts, also im Kochen und Backen Cupcakes machen, nehme ich nur das mit und sonst manchmal noch einen Bagel oder Riegel. Also meine Schule beginnt um 9 Uhr, das heißt, ich stehe meistens so gegen 7:45 auf, gehe dann erstmal ins Bad und ziehe mich an und mache mich fertig. Dann gehe ich in die Küche, trinke noch Tee und Wasser und mache noch mein Bett in meinem Zimmer und räume noch ein paar Sachen zur Seite, wenn ich Zeit habe. Dann bereite ich mein Lunch vor und gehe dann meistens gegen 8:25 Uhr aus dem Haus. Ich habe eine Minute zur Bushaltestelle, also die ist direkt gegenüber. Dann fahre ich meistens mit dem Bus zur Schule, manchmal auch mit dem Auto mit meiner Gastschwester, aber sie hat immer unterschiedlich Stunden, deswegen fahre ich meistens mit dem Bus. Und hier sieht man auch, wie ich an der Schule vorbeifahre. Also meine Busfahrt dauert so ungefähr 10-15 Minuten. Und dann komme ich so gegen 9:10 an der Schule an. Dann gehe ich erstmal zu meinem Locker, bringe meine Jacke manchmal weg und Schuhe, wenn ich Sport habe. An dem Tag hatte ich als erstes Yearbook. Da haben wir einfach nur ein bisschen was besprochen, wer welche Seiten bearbeiten soll. Und genau. In der zweiten Stunde hatte ich dann Life Science. Das ist so wie Biologie. Da haben wir mit Mikroskopen gearbeitet und Heuschrecken untersucht und das dann aufgeschrieben. Danach hatten wir Lunch. Da haben wir uns meistens an den Tisch gesetzt oder setzen uns an einen Tisch und essen und trinken dann, was das Lunch geht bei uns. Ich glaube 40 Minuten. Im dritten Block hatte ich dann Spanisch und da haben wir für Präsentationen weitergearbeitet. Da durften wir an Laptops gehen und haben uns Informationen rausgesucht. Und im vierten Block hatte ich dann Culinary Arts, das ist Kochen und Backen. Und da haben wir so Brownie Cupcakes gemacht mit einer Creme obendrauf und das war sehr cool. Und mein Schultag endet um 2:50 und dann bin ich nach Hause gefahren. Das war es auch schon mit meiner Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne auf der Internetseite oder auf den Social Media Kanälen von Kulturwerke Deutschland vorbeischauen. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!